1975 eröffnet Anton Schlecker seine erste Drogerie in Kirchheim-Teck. 2 Jahre später sind es schon 100, 9 Jahre später sogar 1000. Der am 28. Oktober 1944 in Ulm geborene Schlecker schafft es mit seiner Strategie, jahrzehntelang die Nummer 1 der deutschen Drogerieketten zu sein. Seit 1987 expandiert das Unternehmen auch ins europäische Ausland. Erste Station ist Österreich. 1994 betreibt Schlecker bereits 5000 Filialen. Allerdings werden nun auch erste Vorwürfe laut. Mitarbeiter sollen schikaniert und zu schlecht bezahlt werden. Der Konzern weist die Vorwürfe von sich. Dennoch wird das Ehepaar Schlecker 4 Jahre später vom Amtsgericht Stuttgart wegen Betrugs zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Sie sollen Mitarbeitern eine tarifliche Bezahlung vorgetäuscht haben. Seit 2008 bestimmen neben der scheinbar miserablen Personalführung auch wirtschaftliche Verluste die Schlagzeilen. Die Umsätze sinken jährlich, das Image des Konzerns ist unterirdisch. 2 Jahre später holt Anton Schlecker seine Kinder Lars und Maike in die Führungsspitze. Sie beginnen 2011 auch mit dem Umbau des Filialnetzes und einer Imagekampagne. Aus den Billigläden sollen hochwertige Märkte werden, neue Führungsgrundsätze sollen schlechte Mitarbeiterführung verhindern. Schritte, die viel zu spät kommen. Am Freitag gibt das Unternehmen die Insolvenz bekannt. Heute ist der Antrag dann auch offiziell beim Amtsgericht Ulm eingegangen. Die verfehlte Unternehmenspolitik der letzten Jahre führt nun dazu, dass etwa 30.000 Angestellte um ihren Job zittern müssen.